Jo Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge OFM YouTube Champions Cup. Und wir starten heute in den zweiten Spieltag dieses Cups und wir gehen auch gleich mal rein in den Spielplan und schauen uns mal die Ergebnisse an dieses zweiten Spieltages und gehen auch direkt in die Gruppe A. Da hat gespielt der erste FC Cannabilol 69. Der liebe Marcelo hat leider verloren gegen den ersten FC Biertrinker mit 0:1. Da schauen wir uns ganz kurz den Spielbericht an. So, 21.354 Zuschauer kamen in die Rolling Station. Das erste FC Cannabilol 69 und der Ballbesitz war statistisch gesehen recht ausgeglichen, 44,1 zu 55,9, und vor dem Spiel wurde noch ein Spieler auf seines ersten FC Biertrinkers ausgewechselt und dann geht es gleich los in der siebten Spielminute mit der ersten gelben Karte für Petros Jagian oder wie die auch immer heißt, keine Ahnung, weil wieder seinen Gegner umgestoßen hat. Dann hat der Rafael Guilage in der 17. Spielminute die erste Chance für den ersten FC Biertrinker. Leider kein Erfolg da, der Torwart hält. Und dann gab es nochmal auf Seiten des ersten FC Cannabilol 69 die erste Chance in der 18. Spielminute durch Soingbong Gil, scheitert auch am Torhüter. Und das war es auch schon in der ersten Hälfte, viel ist da nicht passiert. Und dann geht es in der zweiten Hälfte aber gleich richtig zur Sache. Da gibt es eine gelb-rote für den Spieler, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Und dann gab es eine Minute später, beziehungsweise in der gleichen Minute, das 0:1 für den ersten FC Biertrinker durch Rafael Guilage. Das scheint ein richtig guter Stürmer zu sein. Mit einem Schuss aus 20 Meter. Das ist auch ein richtiger Garant, dieser Stürmer. Der schießt immer die meisten Tore hier bei dem ersten FC Biertrinker. Und dann gab es nochmal in der 69. Spielminute, 3 Minuten später, eine Grätsche von der Seite und Mason Fetten bekommt dafür die gelbe Karte. Dann gibt es nochmal eine letzte Chance in diesem Spiel für den ersten FC Cannabilol in der 64. Spielminute und leider ohne Erfolg. Und auch nochmal die letzte Chance in der 77. für den ersten FC Biertrinker. Auch hier kommt er nicht am Torhüter vorbei. Und das war's auch schon. Da gewinnt der erste FC Biertrinker knapp mit 1:0 über den ersten FC Cannabilol im Auswärtsspiel. Und dazu Glückwunsch und Marcelo, Kopf nicht hängen lassen. Es wird noch besser werden. So, dann schauen wir uns das zweite Gruppenspiel der Gruppe A an. Und zwar die Samba-Tänzer gegen den Hallischen FC. Da ging es schon etwas deutlicher aus. Mit 1:3 gewinnt hier der Hallische FC im Auswärtsspiel des YouTube Champions Cup sein zweites Spiel. Hier sieht man dann auch 44% Ballbesitz zu 56% für den Hallische FC. Dann Chancen 3:6. Recht klares Verhältnis. Und hier sieht man es in der ersten Spielminute. Lutz Siegel für den Hallischen FC gleich die erste Chance. Und gerade 8 Minuten später dann das 0:1 durch Lennart Missler mit einem Lupfer über den Torhüter. Und dann steht es auch schon 1:0 für den Hallischen FC. Waldes Sku scheitert am Torhüter knappe 11 Minuten später. Dann gibt es die erste gelbe Karte im Spiel in der 20. Spielminute für Samuel Coleo. Bekommt gelb wegen einer, weil er seinen Gegner böse gefault hat, ja, kann vorkommen. Dann in der 41. Spielminute das 0:2. Der Hallische FC macht den Sack fast schon zu durch Agner Sku mit einem Schuss ins lange Eck. Dann wieder die Chance in der 44. Spielminute, kommt da aber nicht am Torhüter vorbei. Und dann gibt es nochmal eine gelbe Karte kurz vor der Halbzeitpause für Tonio Bassoli wegen einem wiederholten Foulspiels. So, dann geht's weiter in der zweiten Hälfte mit der gelb-roten für Samuel Coleo. Na, komm, gelb, einfach so. Steht nichts dabei, naja, komm, müssen wir hinnehmen. Und letztendlich 3 Minuten später gibt's nochmal den Anschlusstreffer in der 50. Spielminute. Das 1:2 durch
Aristides Luis mit einem Schuss aus 18 Meter. Dann 53. Spielminute. Jetzt ist der Gegner, die Samba-Tänzer am Zug. Javi Corana schießt, doch der Torwart hält. Dann nochmal 3 Minuten später, erneute Chance für die Samba-Tänzer. Auch hier hält der Torwart. Und letztendlich macht der ähnliche de Sacco hier, Markus Wien, nach einem Abwehrfehler das 1:3 für den Hallischen FC. Naja, interessantes Spiel, recht turbulent mit vielen gelben Karten. Ja, und so gewinnt der Hallische FC 1:3, verdient bei den Samba-Tänzer. So, dann gehen wir nochmal zurück in die Matz. So, dann kommen wir auch in Gruppe B. Gruppe B, Julianer Athletik Langstrath mit Stärke 82 gegen Lokomotive Harryhausen mit Stärke 70. Auch hier ein ereignisreiches Spiel mit 5:2 kann hier Julianer Athletik Langstrath gewinnen. Auch hier schauen wir nochmal kurz den Spielbericht an. Und dann sieht man hier auch 53,9% zu 46,1. Das hält jetzt nicht viel aus. Dann haben wir 9:4 Chancen auf Seiten Langstraths. Und dann geht es hier schon vor dem Spiel zur Sache. Da wird nochmal ein Spieler ausgewechselt auf Seite der Lokomotive Harryhausen. Und dann geht es hier in der 6. Spielminute, erste Chance. Jan Hagenberg kommt nicht am Torhüter vorbei. Dann die erste Chance und auch gleichzeitig das erste Tor für Julianer Athletik Langstrath in der 11. Spielminute durch Keki Masudu, nachdem er zwei Abwehrspieler ausgespielt hatte. Dann in der 16. Spielminute nochmal eine Chance durch denselben Spieler. Keki Masudu scheitert am Torhüter. Dann 30. Spielminute wird auch schon der Sack fast schon zugemacht durch Keki Masudu mit einem Schuss aus 8 Meter, das 2:0. Und hier ist nur Keki Masudu am Schießen. 33. Spielminute mit der nächsten Chance, scheitert jedoch am Torhüter. Und letztendlich die zweite Chance vor der Halbzeitpause durch John Griffith Jones, schießt doch der Torwart hält. Lokomotive Harryhausen in der ersten Hälfte ohne große Tat. Dann geht es in der zweiten Hälfte, 63. Spielminute, der Anschlusstreffer für Lokomotive Harryhausen. Lokomotive Harryhausen, jetzt war ich fast durcheinander. Das 2:1. Dann in der 71. Spielminute geht es wieder auf der Seite der Langstraths los. Da eine vergebene Chance, weil der Torhüter hält. Dann eine Minute später das 3:1 durch Keki Masudu per Foul-Elfmeter. Dann nochmal in der 73. Spielminute das 4:1 durch Brett Chambers mit einem Aufsitzer. 76. Spielminute nochmal Keki Masudu. Dann nochmal kommt hier die Lokomotive Harryhausen nochmal ran in der 77. Spielminute das 4:2. Der Schiri spürt das Freistoßbrett auf den Rasen. Jan Hagenberg läuft an und trifft 4:2 durch einen Freistoß aus 22 Meter. Was ein langer Text für einen Torschuss. Super. Dann in der 85. Spielminute ist die Bier geschielt. Das 5:2 für Julianer Athletik Langstrath. Und keiner weniger als Keki Masudu per Foul-Elfmeter. Der Siegtreffer natürlich für Julianer Athletik Langstrath. Dann schauen wir uns das zweite Spiel in Gruppe B an. Der VfB Pirmasens, der Neuling hier in den YouTube Champions Cup, trifft auf die Wisper Buben. Ein 112 starkes Team gegen ein 111 starkes Team. Das ist richtig Spannung. Spannung pur. 3:2 gewinnt hier der VfB Pirmasens gegen die Jungs vom Pogi. Ja, Pogi, tut mir leid. Hast du leider nicht gewinnen können, auch wenn es hier in der Statistik doch recht ausgeglichen aussieht. Leider Gottes ein 3:2. Der VfB Pirmasens gratuliere zum Sieg. Und hier geht es gleich los in der 22. Spielminute. Pogi mit seinen Wisperbuben. Die erste Chance, aber der Torwart hält natürlich hier auch stark wahrscheinlich. Dann in der 26. Spielminute die nächste Chance, allerdings auf Seiten des VfB Pirmasens und gleich ein Tor durch Adam Maxwell nach einem Konter über mehreren Stationen. Dann 9 Minuten später das 2:0 durch Felix Aurel Dugbo mit einem Schuss ins kurze Eck. Dann ist die erste Hälfte auch schon vorbei.
Dann geht es in der 68. Minute weiter mit einer gelben Karte. Manuel Müller bekommt gelb wegen einer Grätsche. Dann in der 75. Spielminute der Anschlusstreffer der Wisperbuben. Das 2:1 durch Robin Vinoch mit einem Volleyschuss. Dann 9 Minuten später das 2:2, der Ausgleichstreffer durch Rudolf Raymond mit einem Schuss aus 7 Meter. Und da wurde es dann auch richtig spannend. Und dann kam es in der 92. Spielminute in der Nachspielzeit dieser Partie tatsächlich zum Siegtreffer für den VfB Pirmasens durch Sheldon Shanks mit einem Schuss aus 22 Meter. Und dann war das Spiel auch vorbei. Ja. Der VfB Pirmasens gewinnt hier dieses große Duell mit 3:2 gegen die Wisperbuben vom Pogi. Das ist ein schönes Spiel gewesen, super. So, dann haben wir die Gruppe C, Motor Prenzlau. Der liebe Shadow Wolf muss antreten gegen einer der größeren Teams, gegen die SV Werder Ultras. Und man sieht es auch, er unterlag gnadenlos mit 0:4. Ja, Shadow, das tut mir leid. Aber so ist halt Fußball. Wenn der Stärkere antritt, ist natürlich gleich Polen offen. Und man sieht es auch hier schon in der ersten Hälfte. Da geht es gleich schon in der ersten Minute los mit dem ersten Treffer durch Houston Chambers. Kein geringerer als dieser große Spieler, der größte Spieler des Turniers bis jetzt, mit dem 0:1. Dann eine gelbe Karte in der 4. Spielminute. Und dann geht es auch wieder los in der 18. Houston Chambers mit dem 2:0 für den SV Werder Ultras. Und dann in der 29. Spielminute das 0:3 durch Streden Adomovic mit einem Schuss aus 7 Meter. Und letzte Chance nochmal Houston Chambers in der 30. Spielminute, er dann die Halbzeitpause eingeleitet wird. Und vom lieben Shadow, seinem Motor Prenzlau, kam nicht viel in der ersten Hälfte. Keine Aktionen leider. Dann geht es hier in der zweiten Hälfte weiter. Da gibt es eine gelbe Karte für die SV Werder Ultras. Dann geht es aber mal los mit 3 Chancen für Motor Prenzlau. Leider alle 3 ohne Erfolg. Und letztendlich kurz vor Schluss in der 85. Spielminute macht Houston Chambers das Ding komplett klar mit dem 0:4 mit einem Kopfball. Und so gewinnt der SV Werder Ultras hier hochverdient natürlich gegen den Motor Prenzlau mit 0:4. So, dann haben wir die nächste Partie in der Gruppe C. Der SD Croatia Berlin gegen den Los Blancos FC. Auch hier eine ganz klare, ein ganz klares Ergebnis, obwohl ja, die Stärkeunterschiede gar nicht mal so groß sind. Auch hier schauen wir uns nochmal den Spielbericht kurz an. SC Croatia Berlin. In der 3. Spielminute gleich die gelbe Karte für Mehmet Berk-Demirici. Bekommt gelb wegen einer Grätsche von der Seite. Na, okay. Dann geht's los in der 8. Spielminute. Jannis Weidel kommt nicht am Torhüter vorbei. Das war die erste Chance für Croatia Berlin. Und dann eine Minute später das 0:1 durch Konrad Ladamus mit einem Schuss direkt in den Winkel. Dann die nächste gelbe Karte für die SC Croatia Berlin. Dann 10. Minute, ebenfalls die gleiche Minute, das 0:2 durch Cohn van Linden mit einem Schuss direkt in den Winkel. Ja, die schießen jetzt alle in den Winkel. So, dann 20. Spielminute, das 0:3. Den Namen kann ich nicht lösen. Muss ich auch noch, glaube ich. Yachi oder keine Ahnung, mit einem Kopfball. Dann nochmal die nächste Chance für SD Croatia Berlin in der 28. Spielminute. Jannis Weidel kommt aber nicht am Torhüter vorbei. Dann, eine Minute später, gleich auch das nächste Tor für Los Blancos FC. Das 0:4 durch Christian Dallum. Christian mit K geschrieben, auch nicht schlecht. Ja, super. Gut, 41. Spielminute. Gelbe Karte für den Los Blancos FC. So, und dann geht es in der zweiten Hälfte jeweils eine Chance auf beiden Seiten, die aber alle ungenutzt sind. Und da ist die Partie auch schon vorbei. Der Los Blancos FC, Entschuldigung, gewinnt hier 0:4 gegen SD Croatia Berlin. Und somit kommen wir in die nächste Gruppe, in die Gruppe D. Der FC Bremerhaven, auch ein Neuling, genauso wie der SD Croatia Berlin, habe ich auch ganz vergessen, gewinnt nicht gegen Red Bull Oktoberfest München.
ein 1:2 für den lieben Wizard und kann so hier sein erstes Spiel, glaube ich, gewinnen. Man sieht es Ballbesitzstatistik eigentlich recht ausgeglichen. Nur die Chancen sind auf Seiten des Red Bull Oktoberfest München mehr. Und dann geht es hier auch schon los in der 11. Spielminute und 35. Spielminute mit zwei vergebenen Chancen auf Seiten Münchens. Dann gibt es in der 39. Spielminute die erste gelbe Karte in dem Spiel für Jürgen Eisner auf Seiten des FC Bremerhaven. Und dann ist die erste Halbzeit auch schon vorbei. Viel ist da nicht passiert. Und in der zweiten Hälfte geht es los in der 48. Spielminute. Das 0:1 für Red Bull Oktoberfest München durch Federici mit einem Schuss ins lange Eck. Dann 56. Spielminute. Gelbe Karte für Red Bull Oktoberfest München. Cao Lao Sheng bekommt gelb wegen, weil er seinen Gegner böse gefoult hat. Ja, super. So, gleiche Minute. Finn Gerd schießt den Torhüter an. Das ist die nächste Chance für Red Bull Oktoberfest München. Dann in der 77. Spielminute das 0:2 mit einem Schuss aus Spitzenwinkel ins Tor hinein. Die Führung für Red Bull Oktoberfest München ausgebaut. Er in der 79. Spielminute die erste Chance für den FC Bremerhaven in diesem Spiel überhaupt. Leider erhält der Torwart. Und dann gibt es in der 83. Spielminute noch den Anschlusstreffer für den FC Bremerhaven durch Jürgen Eisner. Mit einem Schuss aus 22 Meter trifft er. Und dann ist nur noch in der 85. Spielminute eine Aktion, eine Grätsche durch Bernhard Busenius wird mit Gelb bestraft. Und dann ist auch schon das Spiel vorbei. Der FC Bremerhaven unterliegt dem Red Bull Oktoberfest München mit 1:2. So, und dann kommen wir zum letzten Spiel der Gruppe D, der erste FC Kirchner Straße. Meine Jungs gegen den FC Rot-Weiß Erfurt. Eigentlich auch recht ausgeglichen von der Stärke, ist es nicht viel Unterschied. Dennoch konnten sich meine Jungs gegen Erfurt durchsetzen. Und auch hier schauen wir uns mal den Spielbericht an. Und wir sehen ein ausgeglichener Ballbesitz, aber letztendlich zwei Chancen mehr auf meiner Seite. Und hier geht's gleich gut zur Sache. In der 11. Spielminute gelbe Karte wegen einer Grätsche. 20. Spielminute die zweite gelbe Karte für Rot-Weiß Erfurt. Dann geht's locker weiter hier. 33. Spielminute gelbe Karte für André von Dambitz. Dann nochmal eine gelbe Karte. Eine Minute später Cornelius Jansen. Dann nochmal gelbe Karte in der 37. Spielminute, weil er seinen Gegner böse gefoult hat. Hier Andreas Bülstein. Und das war die erste Halbzeit. Die Halbzeit der gelben Karten, man soll es nicht fassen. Unglaublich. Und dann geht es hier los. Kevin Stöwe mit seiner ersten Chance scheitert am Torhüter in der 50. Spielminute. Dann eine 50. Spielminute. Der FC Rot-Weiß Erfurt geht in Führung mit 0:1 durch Goran Mamic mit einem Kopfball. Dann geht es in der 53. Spielminute, zwei Minuten später, auch nochmal zur Sache. Das der Ausgleichstreffer durch Kevin Stöwe mit einem Schuss aus Spitzenwinkel. Dann in der 56. Spielminute, drei Minuten später, das 2:1 durch Kevin Stöwe mit einem Kopfball. Dann geht es hier nochmal mit Karte los in der Nachspielzeit. Goran Mamic bekommt gelb-rot und dann ist das Spiel auch schon vorbei. Ja, ein Spiel der gelben Karten und glücklicherweise konnte sich mein Team mit 2:1 durchsetzen. Und ja, wird eine spannende Geschichte hier in der Gruppe, denke ich. Und dann schauen wir uns mal ganz kurz eine Übersicht über die Gruppenphase, über die Gruppentabellen. Der erste FC Biertrinker in Gruppe A schon in Front mit 6 Punkten, ebenfalls der Hallische FC mit 6 Punkten und der Rest leider mit 0 Punkten hinten dran. Das wird wahrscheinlich schwer werden für beide, hier nochmal ranzukommen. Dann in der Tabelle Gruppe B, der VfB Pirmasens mit 6 Punkten in Front, beide Spiele gewonnen. Dann als zweiter Julianer Athletic Langstrath mit 3 Punkten. Genauso 3 Punkte die Wisper Buben, nur ein schlechteres Torverhältnis auf Platz 3. Und Lokomotive Harryhausen 07 auf dem vierten Platz mit 0 Punkten. Tabelle C, SV Werder Ultras natürlich wieder mit 2 Siegen, 6 Punkten. Genauso wie der Los Blancos FC, ebenfalls 2 Siege, 6 Punkte. Und da wird es auch nochmal schwer für die beiden Teams im hinteren Feld.
Motor Prenzlau und SD Chrysler Berlin jeweils mit 0 Punkten. Wird schwer werden. Am spannendsten finde ich die Gruppe D mit meiner Wenigkeit, der erste FC Gierner Straße mit 4 Punkten auf dem ersten Platz. Genauso wie Red Bull Oktoberfest München eigentlich punktgleich und Tordifferenz gleich. Beide auf dem ersten Platz. Dann gefolgt von FC Rot-Weiß Erfurt und mit 0 Punkte der FC Bremerhaven. Der hat aber auch noch seine Chance hier weiterzukommen. Also so ganz, ganz klar ist die Gruppe noch nicht. Das wird noch richtig spannend werden. Und ja, das dürfte es auch für heute gewesen sein von meiner Seite. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in ja, 2-3 Tagen nochmal zum nächsten Spiel, zum dritten Spieltag der Gruppenphase. Und bis dahin sage ich tschüss, euer Chris. Habt viel Spaß. Ciao.